Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, am 2.11. in der letzten Sitzung des sogenannten GTAZ, des gemeinsamen Terrorabwehrzentrums, stellt man gemeinsam fest, ich zitiere aus der Chronik, die ja auch veröffentlicht wurde, auf Grundlage der vorliegenden Erkenntnisse kein konkreter Gefährdungssachverhalt erkennbar. Das war 6 Wochen vor dieser Tat. Und ja, die Menschen fragen sich zu Recht, warum wurde noch am 2.11. eine solche Fehleinschätzung vorgenommen? Im Nachhinein ein fataler Fehler, diesen AMRI so zu unterschätzen. Und genau dieser Frage gehen wir im Untersuchungsausschuss nach, die jetzt alle Vorredner von mir auch gestellt haben. Warum ist das passiert und wieso konnte das passieren? Und Herr Siewecke, um diese Geschichtsklitterung, die Sie hier betreiben, nicht im Raum stehen zu lassen. Wir haben uns beim Einsetzungsbeschluss enthalten, weil Sie unsere Änderungsanträge, wo ist er, von der CDU-Fraktion, alle Änderungs- oder die meisten Änderungsanträge zu Ihrem Einsetzungsbeschluss einfach abgelehnt haben, sie aufzunehmen, die nämlich den Blickwinkel erweitern und zum Beispiel die Erwähnung auch des Landes Berlins in der Zuständigkeit nur in der Sachverhaltsdarstellung, noch nicht mal im Untersuchungsauftrag, überhaupt mit aufnehmen wollten. Und weil Ihr Einsetzungsbeschluss massive Vorverurteilungen und Spekulationen enthielt, daher die Enthaltung. Das hat nichts damit zu tun, und das haben wir im Ausschuss, das haben wir hier im Plenum mehrfach deutlich gemacht, dass ich für meine Fraktion sagen kann, dass wir uns hier sehr ernsthaft und sehr wohl an der Aufklärung auch konstruktiv beteiligen. Zur Überschrift Scheinheiligkeit. Herr Siewecke, Sie machen uns hier den Vorwurf einer vorgezogenen Beweiswürdigung allein aus der Tatsache heraus, dass wir einen Zwischenbericht hier beschlossen haben und der heute vorgelegt wird. Ihre Rede, Herr Siewecke, war eine Aneinanderreihung von Schuldzuweisungen, und Sie sind es, der hier permanent Schlussstriche zieht und sagt, wer schuld ist, und das auch noch während laufender Zeugenvernehmungen. Also bitte, bitte hier auch mal ein bisschen redlich bleiben. Die These, dass eine Zusammenfassung, eine ledigliche Zusammenfassung der Zeugenbefragung per se eine Wertung darstellt, auf dieser ganz abstrakt juristischen Ebene kann man da sicher tagelang wahrscheinlich in juristischen Seminaren drüber streiten. Aber wenn man diese Frage, wenn man das zu Ende denkt, diese Frage bejahen würde und sagen würde, ja, das ist per se schon eine Wertung, würde doch die Rechtsgrundlage, da hat sich doch der Gesetzgeber was bei gedacht, jetzt mal ganz politisch auch gesprochen, würde doch die Rechtsgrundlage für einen Zwischenbericht nach 24 Absatz 5 Untersuchungsausschussgesetz faktisch ins Leere laufen. Denn da heißt es doch, der Landtag kann vom Untersuchungsausschuss jederzeit bei Vorliegen eines allgemeinen öffentlichen Interesses oder wenn ein Schlussbericht vor Ablauf der Wahlperiode nicht erstellt werden kann, und jetzt kommt es, einen Zwischenbericht über den Stand der Untersuchung verlangen. Der Gesetzgeber hat sich da ja irgendwas bei gedacht. Und er hat sicher nicht gewollt, dass ein solcher Zwischenbericht bei Vorliegen eines öffentlichen Interesses, und das haben wir doch nun mal, hier aus einer Zeugen- und Terminliste, vielleicht noch ein Aktenverzeichnis und den Einsetzungsbeschluss besteht. Denn das öffentliche Interesse besteht doch darin, über die Arbeit des PUAS auch inhaltlich informiert zu werden. Und das möchten wir ausdrücklich, ja, das möchten wir in dieser letzten Sitzung dieser Legislaturperiode dieses Landtags auch tun. Genau das tut der Zwischenbericht jetzt auch, und genau das hat der Landtag beschlossen. Und selbstverständlich, Herr Siewecke, nach Abschluss der Untersuchung werden natürlich alle Protokolle auch veröffentlicht. Wir werden das auch noch mal heute im Untersuchungsausschuss einbringen, dass wir dies auch ausdrücklich hier noch mal per Antrag bekräftigen. Und Sie wissen genauso gut wie alle anderen, die hier Arbeit im Untersuchungsausschuss schon gemacht haben, dass so eine Veröffentlichung immer am Ende, nach Abschluss der Untersuchung gemacht wird, weil natürlich dieser Vorlauf gebraucht wird, um hier auch Persönlichkeitsrechte, Datenschutzaspekte hier zu würdigen. Und selbstverständlich wird die Öffentlichkeit diese Protokolle auch alle bekommen, und die verschwinden eben nicht, so wie Sie es hier irgendwie darstellen, in irgendwelchen geheimen Stahlschränken des Landtages.
Zwei Beispiele, liebe Kolleginnen und Kollegen, an denen deutlich wird zum Inhalt des Antrags, dass der Vorwurf, der immer wieder in den Raum gestellt wird, gleich kommt der Herr Dr. Stamp und wird nicht mehr sagen, tricksen, täuschen, vertuschen, dass genau dieser Vorwurf eben nicht zutrifft und dass sehr wohl transparent mögliche Widersprüche, unterschiedliche Einschätzungen transparent dargestellt und dokumentiert wird und eben nicht so, wie Sie es permanent tun, Herr Siewecke, abschließend bewertet werden. Erstens die Aussage des Bundesanwalts, der gesagt hat, es wurde keine förmliche Anfrage gestellt, um Freigabe von Informationen zur Durchsetzung einer Abschiebungsanordnung nach 58a. Der Widerspruch, der vermeintliche Widerspruch, liegt zunächst darin, dass danach der Zeuge Kretschmer, den Sie das im Übrigen gar nicht gefragt haben, aber sei dahingestellt, dann gesagt hat, aus seinen Kenntnissen, aus Akten, ja, das hat er sich nicht ausgedacht, sondern aus Akten, habe sich die SIKO sehr wohl entschieden, diese Freigabe auch zu beantragen und er geht davon aus, dass sie es auch gemacht hat. So, das steht erst einmal im Raum, das haben wir dokumentiert und diesen Fragen werden wir selbstverständlich weiter nachgehen. Zweites Beispiel, wo da die Wertung ist, möchte ich Sie mal bitte fragen. Sie sind rausgegangen während der Zeugenbefragung und haben gesagt, dieses Gutachten ist diskreditiert, weil der Generalbundesanwalt hat das gesagt, der hat Recht, der hat Unrecht und ich, Siewecke, fälle hier ziehe den Schlussstrich und mache den Schuldspruch. Sie haben die Vorfestlegung gemacht, nicht wir. Wir haben uns an der Zeugenbefragung konstruktiv beteiligt und nicht draußen in die Kameras hier die Schuldsprüche veröffentlicht. Zweiter Beleg aus meiner Sicht, warum wir hier sehr transparent auch sehr wohl widersprüchliche Rechtseinschätzungen dokumentiert haben. § 62 Sicherungshaft oder eben besser bekannt unter Abschiebungshaft. Auch hier haben wir zwei unterschiedliche Einschätzungen. Ich will die, dafür reicht die Zeit nicht, hier nicht rechtlich in der Tiefe würdigen, mit welchen Begründungen sie vorgetragen wurden. Aber nach intensiven Befragungen sagt das Landesinnenministerium, auch der Gutachter sagt, dass Abschiebungshaft hier nicht hätte beantragt werden können, weil einfach schlicht und einfach die Voraussetzungen nicht vorliegen. Und ich meine, eine Behörde darf das auch nicht tun. Wie gesagt, Herr Dr. Stamm meint ja, wir brauchen solche Probierbehörden, wie der Zeuge Freier sie ja genannt haben. Die möchte ich ausdrücklich nicht, dass Behörden, die ganz klar zu einer Auffassung kommen, hier gibt es keine Rechtsgrundlage, es trotzdem einfach mal versuchen. Nein, hier hat eine Behörde eben entschieden, diesen Rechtsstaat möchte ich nicht, der aus Probierbehörden besteht. Aber das ist die Auffassung, da haben wir vielleicht unterschiedliche Rechtsstaatsauffassungen, Herr Dr. Stamp. Also, das Landesinnenministerium sagt, wir sahen die Rechtsgrundlage nicht, also gab es diesen Antrag auch nicht. Der Bundesinnenminister sagt das Gegenteil. Ja, auch das steht genau in dem Bericht. Er sagt, man hätte es beantragen können, weil man, er bezieht sich ausdrücklich auf diesen Kausalitätsgrundsatz, weil man eben dem hätte zurechnen können, dass er sich nicht an seiner Abschiebung selber beteiligt und man ihm diese Nichtabschiebung zurechnen kann. Deswegen entsteht aufgrund dieser Kausalität erst gar nicht die 3 Monate. Ich will das nicht vertiefen. Zwei Rechtsauffassungen wurden genannt. Wir schreiben sie in den Bericht. Wir sind nicht an der Stelle, Herr Dr. Stamm, jetzt zu sagen, der hat Recht, der hat Unrecht. Herr Siewecke, und ich finde das nicht in Ordnung, dass Sie rausgehen und sagen, okay, wir haben die eine Rechtsauffassung gehört, Abschiebungshaft hätte beantragt werden können. Punkt. Der Innenminister ist schuld. Nein, an dieser Stelle sind wir nicht. Und deswegen noch mal ausdrücklich an diesen zwei Beispielen belegt. Wir geben hier einen Zwischenbericht, nicht mehr und nicht weniger, der transparent deutlich macht, an welcher Stelle der Untersuchung wir sind. Und da gibt es Widersprüche und da gibt es unterschiedliche Bewertungen. Die dokumentieren wir hier, damit die Öffentlichkeit informiert wird. Denn sie hat ein Recht darüber, darauf, über unsere Arbeit auch hier informiert zu werden. Und wir werden weiter, im Übrigen auch nach dem 14. Mai, denn die Legislaturperiode endet für mich und für uns am 31. Mai. Und bis dahin werden wir den Auftrag hier ja, objektiv, transparent, konstruktiv weiterverfolgen, an der Aufarbeitung dieses Anschlags mitzuwirken. Dankeschön.